Hi, herzlich willkommen zu einer exklusiven Folge von Histutorial, dem Geschichtstutorial des Deutschen Historischen Museums, das Fragen an die Geschichte einfach mal anders stellt. Mein Name ist Mirko, ihr kennt mich vielleicht auch als Mr. Wissen2Go und unsere Frage heute lautet: Wie liebt man demokratisch? Habt ihr schon mal so einen Liebesbrief bekommen? Ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber man muss sagen, heute ist das auch ziemlich altbacken. Heute läuft das ja meistens über WhatsApp. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und dann schickt man vielleicht noch irgendwie ein paar Emojis hinterher. Und daran merkt man schon, früher Liebesbrief, heute WhatsApp und noch viel weiter der Vergangenheit war es ganz anders. Liebe hat sich verändert im Laufe der Jahrhunderte. Die Art und Weise, wie Liebe gelebt wird, wen man lieben darf und vieles mehr. Wann hat Liebe was mit Sex zu tun? Auch eine der wichtigen Fragen. In der Geschichte haben Gesellschaften diese Frage immer wieder anders beantwortet. Aber wie liebt man eigentlich demokratisch? Im 19. Jahrhundert setzte sich das Ideal der bürgerlichen Familie durch, ähnlich wie sie Thomas Mann in seinem Roman über die Buddenbrooks beschreibt. Eine wirtschaftlich wohl situierte Familie grenzt sich deutlich von ihren Hausangestellten ab. Im Zentrum steht die Kernfamilie aus Eltern und Kindern. Der Vater ist das unumstrittene Oberhaupt, er trifft die ökonomischen und politischen Entscheidungen, führt das Unternehmen und ist aktiver Staatsbürger. Auch der Adel hatte das Ideal übernommen und stellte sich entsprechend dar wie auf diesem Gemälde der kaiserlichen Familie im Parc de Sanssouci. Im Zentrum stehen Wilhelm II. Und Auguste Victoria als Kaiserpaar. Über die Definition eines Ideals steht auch fest, was erwünscht, angesehen und erlaubt ist. Eine sexuelle, möglichst auch romantische Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau und eine fürsorglich liebevolle Beziehung zwischen Eltern und Kindern, wobei der Ehemann in der Öffentlichkeit auftritt und die Entscheidungen trifft und die Ehefrau die Fürsorge und Erziehungsarbeit leistet. Andere Liebesbeziehungen wurden benachteiligt. Paragraf 175 des Reichsstrafgesetzbuchs stellte Sex zwischen Männern unter Strafe. Unehelich geborene Kinder und ihre Mütter hatten mit zahlreichen Ausgrenzungen zu rechnen. Alleinstehende Frauen hatten es schwer, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, da ihnen die meisten Ausbildungswege lange Zeit verschlossen blieben. Gegen diese Diskriminierungen bildete sich immer größerer Widerstand. Der Arzt und Sexualforscher Magnus Hirschfeld gründete 1897 zusammen mit anderen das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee, das sich gegen die Bestrafung von Sex zwischen Männern einsetzte. In seinen Werken betonte er immer wieder die natürliche Vielfalt menschlicher Sexualität und gilt als einer der wichtigsten Impulsgeber der ersten homosexuellen Bewegung. Die Feministin Anita Augsburg setzte sich gegen die Abgeschlossenheit vieler Bildungswege für Frauen ein. Sie promovierte in der Schweiz und wurde so die erste deutsche Juristin. Sie rief die Frauen dazu auf, von der Heirat abzusehen, da diese den rechtlichen Verzicht auf ihre Rechtsexistenz bedeutet. Vor allem trat sie gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin Lida Gustava Heimann für das Frauenwahlrecht ein. Die Strafbarkeit von Sex zwischen Männern blieb bestehen, wurde allerdings hinterfragt. In zahlreichen Zeitschriften kämpften Lesben und Schwule für gleiche Rechte. Das 1919 von Magnus Hirschfeld gegründete Institut für Sexualwissenschaft wurde zu einem Anlaufpunkt für all diejenigen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlicher Identität diskriminiert wurden. Außerdem fanden hier ein reger wissenschaftlicher Austausch und Beratung der Bevölkerung zum Thema Ehe und Sexualität statt. Bereits 1912 hatte Julius Fromm ein Kondom ohne Naht und mit Reservoir entwickelt. Bessere Verhütungsmittel kamen einer freieren Sexualität zugute. Frauen trugen aber immer noch das volle Risiko einer ungewollten Schwangerschaft, deren Abbruch bis heute der § 218 des Strafgesetzbuches unter Strafe stellt. Zwar revolutionierte die Antibabypille ab Anfang der 1960er Jahre die Empfängnisverhütung, das Bundesverfassungsgericht kippte aber 1975 die Fristenregelung zum Schwangerschaftsabbruch. Trotzdem wurde mehr und mehr Demokratie gewagt und mit der Demokratisierung ging ein immer freierer Umgang mit Liebe und Sexualität einher. Rosa von Braunheims Film »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt« von 1971 stand am Beginn der zweiten homosexuellen Bewegung. Lesben und Schwule traten in die Öffentlichkeit und kämpften für gleiche Rechte wie die Ehe für alle und damit zum Beispiel auch die Möglichkeit, gemeinsam Kinder zu adoptieren. In der DDR war das übrigens ein bisschen anders. Homosexualität war in der Öffentlichkeit dort nicht so als Problem wahrgenommen worden wie in der Bundesrepublik. Schwangerschaftsabbrüche waren erlaubt und Frauen haben die Pille kostenlos bekommen. Bis
heute bleibt die mit der Ehe rechtlich fixierte Familie die vom Grundgesetz besonders geschützte und durch zahlreiche sozial- und steuerrechtliche Vorteile bevorzugte Lebensform. Gleichzeitig gewinnen Alternativen wie Familien mit nur einem Elternteil, Patchwork-Familien oder auch ein kinderloses Leben an Relevanz und Akzeptanz. Am 30. Juni 2017 beschloss der Bundestag die Öffnung der Ehe für alle Paare. Dass die Möglichkeiten zu lieben in einer Demokratie mittlerweile so vielfältig sind, hängt entscheidend vom langjährigen Einsatz von Aktivistinnen und Aktivisten ab. Auch heute ist die demokratische Liebe keine Selbstverständlichkeit, muss man sagen. Was fällt euch zum Thema Liebe und Demokratie ein? Was meint ihr darüber? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Sag schon mal danke dafür, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.